Grüß Gott. Obwohl wir jedes Jahr Ostern feiern, bleibt für uns die Auferstehung Jesu Christi ein Geheimnis. Genauso wie für seine Jünger, für seine Apostel. Eben, sogar die Apostel haben es nicht verstanden, was wir in diesem Osternevangelium lesen. Denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen musste. Aber ehrlich gesagt, mich wundert dann gleich den nächsten Satz, welchen wir als letztes in diesem Evangeliumstelle hören. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Seit 2000 Jahren, seit der Auferstehung Jesu Christi, läuft es immer noch gleich. Auch wir kommen dann von der Kirche, von der Auferstehungsliturgie zurück nach Hause und dann? Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Da sie liefen beide zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kam auch der Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegt hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben, an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der als erster an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Denn sie hatten noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen musste. Dann kehren die Jünger wieder nach Hause zurück. Von diesen drei Menschen, die zum Grab gegangen waren, also die Maria von Magdala, den Johannes und Petrus, nur eine Person ist zum Glauben gekommen. Nur eine. Das war der Johannes. Die beiden nicht. Ein wenig später ist auch die Maria von Magdala zum Glauben gekommen. Petrus immer noch nicht. Den ganzen Tag haben sich die Jünger ohne Thomas in einem Raum verbarrikadiert aus Angst. Am Abend kommt dann Jesus zu ihnen. Ich denke, hier sehen wir in diesem Auferstehungsprozess, der Glaube ist nicht selbstverständlich. Es ist ja ein Phänomen des Glaubens. Der Glaube ist ein Zusammenwirken von Gott und dem Mensch. Ohne dieses Wirken, ohne diese Spannung, ohne diese Interaktion geschieht nichts. Geschieht dann das, was wir auch in diesem Evangelium hören, dann kehren auch wir nach Hause zurück und nichts. Der Gott ist willig und du?